In der internationalen Presse wird häufig die Frage gestellt, wie in Deutschland die Todesfälle durch Covid-19 erfasst werden, also ob nur die gezählt werden, die direkt an Covid-19 gestorben sind, oder ob auch Fälle gezählt werden, in denen die Betroffenen schwere Grunderkrankungen hatten und ebenfalls mit Covid-19 infiziert waren, es aber nicht ganz klar ist, woran sie letzten Endes gestorben sind. Also in Deutschland ist es so, dass alle Menschen, bei denen Covid-19 diagnostiziert wurde, und wenn sie dann sterben, sind es Covid-19-Fälle. Das heißt, wir zählen einfach, das Entscheidende ist das Ergebnis des Tests Covid-19. Da wird nicht unterschieden, ob sie dann Grundkrankheiten hatten oder nicht, sondern im Nachhinein erhalten wir dann die Informationen, ob die Menschen Grundkrankheiten hatten, die verstorben sind oder nicht. Wir melden alle Fälle, die Covid-19 positiv sind und gestorben sind, als Covid-19-Sterbefälle.